Das mit den Goombas dauert jetzt aber auch irgendwie wieder länger als gedacht. Okay, nee, jetzt kann ich eigentlich hochspringen, weil jetzt müsste der Abstand groß genug sein. Genau, zack. So, wir gehen rein und Endgegner, ich wusste es. Okay, alles klar, der Endgegner ist dort unten rechts. So, was ist das? Wir haben es hier mit einer Schlange oder sowas zu tun, okay? Gut. Ja, erster Engel schon mal gefallen. Zack, zack. Okay. Immer schön drauffeuern, immer schön drauffeuern. Und da machen meine Kollegen ja auch ganz gut mit. Also eigentlich ist das okay, aber ja gut, einmal Berührung und tot. So, jetzt hat er noch 150. Und verletzen kann ich ihn offenbar nur direkt am Kopf. Und ich ziehe 3 ab. Ja. Das könnte ein bisschen dauern. Aber ich glaube fast. Also ich meine, er schießt ja nicht mal. Wenn das jetzt. Also wenn das alles jetzt ist, dann ja. Also wenn das jetzt wirklich alles ist, dann bin ich ja fast schon enttäuscht. Ich meine, das ist jetzt einfach nur hüpft. Ja gut, ich kann mich eigentlich nur selber schlagen. Er hüpft jetzt irgendwie so dämlich von links nach rechts und rechts nach links, immer so hin und her wie ein Ping-Pong-Ball und macht eigentlich nichts außer ja blöd zu grinsen und das Maul auf und zu machen und sich von mir treffen zu lassen. Das ist genialer Endgegner, ja. Wunderbar, so lobe ich mir das. Das ist echt noch am schwierigsten, hier die ganze Zeit so hin und her zu springen. Und ihn überhaupt mal zu treffen. Ist auch so dämlich, dass ich so eine kurze Reichweite habe. Mit dem Bogen. Ja, schön, ne? Das geht jetzt immer so hin und her. Also, oh. Aber der erste Balken schon weg bei mir. Ja, wie gesagt, ich kann mich jetzt eigentlich nur selber schlagen, glaube ich. Das ist ja schön. Schön spannend und so, ne? Also echt mal, das ist jetzt echt die angenehmste Überraschung, die dieses Spiel überhaupt zu bieten hatte. Wenn die anderen Endgegner jetzt genauso werden, habe ich nichts gegen. Also ist wunderbar dann. Okay. Gut, zweiter Energiebalken fast weg. Also er zieht relativ viel ab, wenn man ihn wirklich direkt berührt. Da muss man also schon so ein bisschen aufpassen. Aber im Endeffekt ist das ja alles nur. Ja. Gut, egal. 52 noch, 49. Zack, zack. Zack, zack. 40. Countdown läuft. 37, 34, 31, okay. Gleich haben wir ihn. Mensch, dann haben wir ja gleich die zweite Welt geschafft. Ich kann es ja kaum fassen, glauben. Das ist ja unfassbar. Also. So, tü-tü-tü. Na komm. 19. Na. Lass ihn mal treffen. 16, 13. Ja, nur springen sollte man noch können. Oh Gott. Ich gehe jetzt drauf. Das wäre echt peinlich. 10, 7, 4, 1, zack, besiegt. Perfekt. So, einsammeln. Einsammeln? Hallo? Einsammeln? Perfekt. Wow. Level 2-4 geschafft. Und es war jetzt gar nicht so anstrengend, wie ich befürchtet hatte. Das ist perfekt. Wow. Wir kommen in die dritte Welt. Wunderbar, wir sind jetzt in den Wolken offensichtlich und wir können jetzt auch wieder weit schießen, das ist gut. Okay, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich mache jetzt an dieser Stelle einfach mal wieder eine Pause und spiele dann irgendwann in den nächsten Tagen mal weiter. Ja, ich würde einfach dann mal sagen, bis dahin, ne? Hemingway sagt tschö mit Ö.